Weiter geht's mit Pokémon Kolosseum. Und dieser Typ blockiert mir jetzt den Weg und ich muss gegen diesen Typen kämpfen? Okay, es nervt, okay? Ich habe mir vorhin extra noch gedacht, ja gut, tust du jetzt mal andere Pokémon vor, damit du sie einfach besiegen kannst? Was könnte man möglichst Nerviges einbauen, damit der Spieler dazu nicht die Möglichkeit hat? Ich sollte mich jetzt nicht so aufregen, aber trotzdem. Was für einen spielerischen Mehrwert hat das? Was für einen Wert hat es überhaupt? Okay, das Phönotor kann ich Schlucker rausnehmen. Ist nicht sogar Typ Geist? Egal, ich nehme es einfach mit Flamethrower raus. Ja, perfekt. Die sind doch ein gutes Team. Das hat sich zum Glück nicht so lange gedauert. Warte mal, welche Pokémon sind gesucht? Das habe ich doch gesehen, oder? Die habe ich doch gesehen. Ich werde mein primäres Ziel erstmal darauf legen, gegen die Leute zu kämpfen, gegen die ich noch nicht gekämpft habe. Jetzt zählt dieser Typ erstmal nicht dazu. Aber dieser. Oh mein, mein. Tell me it's not you again. Doch. Was soll ich dir sagen? Ich kann schlecht daran etwas ändern, dass ich es wieder bin. Kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es nicht so wäre, denn das wäre offensichtlich eine Lüge. Ist ja eigentlich ziemlich bitter, wenn ich das Pokémon töte, mit dem anderen auch drauf gehe, dann das Schatten-Pokémon reinkommt, das wiederum aber eine Schwäche hat. Ach, Octillery, das. Das war echt cool in der Beta. Also, ich weiß nicht, ob ich das besser finden würde. Und das alles noch mehr aus wie ein Panzer. Dann ergibt der Name auch ein bisschen mehr Sinn. Es hat natürlich immer noch die Eigenschaft, schießen zu können. Also aus dem, ja, so ungefähr. Octozilla gibt natürlich dann auch mehr Sinn. Also vom Namen her. Keine Ahnung. Mal sehen, ob es reicht. Haha. Lustig. Mach es halt so, wenn du es unbedingt willst. So, Tillery wäre schon mal raus. Pff. Idiot. Warum steht der Typ jetzt hier eigentlich rum? Der geht jetzt einfach. Okay, ich kämpfe jetzt mal nicht gegen den. So wie früher. Die ist neu. Oder? Ist die neu? Ich weiß es nicht, ob sie neu ist. Deswegen werde ich jetzt gegen sie kämpfen müssen. LOL. LOL. Das Teil ist doch Typ Stahl.
Das werde ich mich wohl später kümmern. Wobei ich mit Psybeam eigentlich gut. Also keinen besonderen Nachteil gegen Typ Stahl habe. Das ist gut. Was haben die denn mit Fake Tears? Ist das irgendwie eine Lieblingsattacke? So, das war es leider nicht mit Donphan, weil dieser komische Zufallsgenerator mir eine geringere Zahl als vorher heraus. Ich würde sagen, rechnen. Okay, rechnen passt eigentlich. Rechnen musste. Lol. Warum geht ihr immer? Ah ja, nerv nicht. Ja. Der Typ, genau. Ich bin leicht erschrocken sogar. Jo, wenn das nicht nirg ist. Du hast Guts, dich zu trauen, hier aufzukreuzen, nachdem du Team Snaggen betrogen hast. Hier hört es auf. Ey. Ich weiß, dass du hier bist, um die Snaggen-Maschine wieder zu zerstören. Ich weiß selber nicht genau, was ich hier mache. Lol, mach mal das in einem roten Schwanz. Der Typ will mich verwirren. Ich glaube, der will, dass ich dann das Krypto-Pokémon angreife und dadurch dann mir die Chance aufs Krypto verliere, aber das wird nicht so passieren, denn dein Krypto-Pokémon wird das letzte sein, was du hast. Sorry. Zack. Das mache ich einfach mal so. 1, 2. Ja. That's no good. Items nicht timerball, Ultraball. Dieser dumme Text, wenn es einmal wackelt und dann steht das immer was. Danke. Endlich wäre das geschafft. Nein, ich konnte nicht gewinnen. Kaboom. Ich wollte dich ausnocken, um dein Gesicht bemalen zu können mit meinem Smirgel. But I ended up on the receiving end of the paint. Ich glaube, schon ein englischer Wortwitz. Nein, ich will nicht. Ich will diese Maschine zerstören und nicht. So, es ist also eine Lücke. Ich guesse, dass du hierher gelockt wurdest durch die Gerüchte zur Snack-Maschine. Dachtest du wirklich, wir können die Snackmaschine bauen? Bist du so gullible? Ich weiß nicht, was das heißt. Es war eine elaborierte Falle von Master Concept, um dich anzulocken oder so. Ist auch scheißegal, ehrlich. Wie süß. Ein Morabel. Dass man nicht mal bekommen kann in dem Spiel. Hm.
Fake Out auf Espeon. Nein. Schade. Pff, Idiot. Bitte. Mist. Ah ne, ist nur Speed. Nur der Speed ist gefallen, damit kann ich leben. Solange es nur der Speed ist. Maschok. Torment. Psyvi. Mist. Mist. Ich mach's mal nicht auf. Nein, das war ein Fehler, oder? Aber zum Glück hat's überlebt. Jetzt das Krypto reingekommen wäre, wäre der voll gefailt. Pass auf, Espeon. Na, Biss müsste eigentlich reichen, oder? Ich denke manchmal nicht. Warum denke ich nicht nach? Und da ist das Ursaring. Probier es nochmal mit Timerball. Und schnell tippen. Ja, es bringt nichts. Sehe schon, oder? Oh, nice. Also, es hat zwar nichts gebracht, aber. Ich hab's gefangen. Und zack, das wär's. So, wo ist Concept jetzt? Wenn er mich schon anlockt? Du weißt, wie man diese Snackmaschine benutzt, okay. Ich möchte es nicht zugeben, aber du hast mich geschlagen. Wo ist jetzt Concept? Ich geh mal in eine andere Stadt. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen muss. Wahrscheinlich muss ich hier noch dieses letzte Krypto fangen. Also das hier unten. Schackel. Schackel. Da ich nicht weiß, wo ich hin muss, sage ich mal, das war's jetzt mit der Folge und dann bis zum nächsten Mal. Ich will ein schönes Thumbnail. Geh weg. Gibt's da hinten ein schöneres? Könnte man mal ein schönes Thumbnail machen? Cosma, die Cosma stört einfach. So, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.